Wir sind hier bei Sportpferde Bruns auf unserer wunderschönen, auf unserem wunderschönen Schlossgestüt Gadow. Wir hatten in den vergangenen Wochen zwei intensiv Springlehrgänge bei uns auf dem Hof. Das waren jeweils drei sehr harte, aber auch sehr interessante Tage. Wir begannen jeweils am Freitag mit gymnastischen, technischen Übungen über Stangen, Cavalettis, kleine Sprünge mit verschiedenen Distanzen schon dabei, auch sehr anspruchsvollen Linienführungen. Am Samstag stand Dressurarbeit auf dem Zettel, wo unsere Dressurtrainerin individuell in einem Einzeltraining die Lehrgangsteilnehmer bearbeitet hat. Und am Sonntag, der Finaltag sozusagen, hatten wir dann einen sehr umfangreichen Parcours aufgebaut, der wirklich alle Tücken eines Hallenparcours in sich hatte, wo wir viele Varianten von Distanzen reiten konnten. Und wir haben eine Hindernisfolge zusammengestellt, die wirklich sehr, sehr lang ist, um hier einfach mal die Konzentration, die Kondition, die Physis von Reiter und Pferd abzufragen und auch zu fördern. Und was dabei rausgekommen ist, das sehen wir jetzt. 1, 2 ist klar, dann in die Ecke rein, dann die S-Linie. Vor dem Knie. Gut, in die Ecke, S-Linie. Vor dir, was? Ja, muss auch einfach so geritten werden. Kombination und das andere Kavaletti. Rhythmus drin behalten. Gut, 5, komm jetzt, ruhig bleiben. So, jetzt die gebogene Linie. Blauer Achse, grüner Steil, Silber. Ja, das war unser überaus langer Parcours mit 28 Hindernissen, insgesamt 30 Sprüngen. Uns ging es hierbei nicht um die Höhe des Sprungs, die war eher zweit- oder drittrangig. Es ging eher darum, die Tücken eines Hallenparcours zu trainieren und auch in diesem Falle noch die Kondition, die Konzentration und die Physis im hohen Maße abzufragen, zu trainieren innerhalb von 3 Minuten, das Ganze einfach mal zu fördern. Wir sahen eben gerade eine junge, international hocherfolgreiche junge Reiterin,
mit ihrem 6-jährigen Pferd, die ihre Aufgabe recht gut gelöst hat. Und ich würde gerne auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten im Training. Und solltet ihr da Interesse haben, würde mich das freuen. Ihr könnt anrufen bei mir. Es wäre schön, was von euch zu hören. In diesem Sinne, viele Grüße aus dem Schlossgestüt Gadow. Euer Robert Bruns.